Dann basteln wir uns mal einen Helden für Der eine Ring. Im Prinzip, wie ihr sehen könnt, steht alles Relevante auf der Seite 28 im Grundregelwerk. Wir gehen jetzt also diese Schritte einmal durch und wir machen es der Einfachheit halber so, dass ich euch einfach immer zeige, wo ich da gerade bin. Und ich entscheide mich jetzt erst einmal, einen Bardinger auszuwählen. Wir gehen also auf die Seite 32. Wie wir aus dem anderen Video jetzt schon wissen, müssen wir also als erstes einmal schauen, welche kulturelle Gabe wir eigentlich bekommen. Und das ist in dem Fall die Standhaftigkeit. Die nehme ich jetzt also einmal und trage sie hier bei kulturelle Gabe ein. Dann finden wir oben hier den Lebensstandard und der ist wohlhabend. Den können wir also auch kopieren und übertragen ihn dann einmal hier oben hin. Wohlhabend passt nicht so ganz hin, aber wir lassen das jetzt einfach mal so dabei, der Einfachheit halber. Dann gucken wir als nächstes bei den Attributen und hier können wir jetzt aussuchen, entweder wir würfeln, aus 1 bis 6 können wir dann dementsprechend dann einen von diesen Attributsverteilungswerten bekommen oder wir wählen uns einfach einen aus. Ich nehme hier mal so ein bisschen was Durchschnittliches. 5, 5, 4 klingt eigentlich ganz gut. Das sind immer 14 Punkte, die hier verteilt werden können. Und dementsprechend trage ich dann also ein, bei Kraft den Wert von 5, bei Mut den Wert von 5 und bei Verstand den Wert von 4. Und dann kann ich dementsprechend jetzt ausrechnen, 20 minus 5 ist 15, ist mein SG. Dann ist mein SG auch hier 15 und hier ist er 16. Das heißt, jedes Mal, wenn ich jetzt eine Probe mache auf Kraft bzw. eine dieser Fertigkeiten oder Mut und eine derer Fertigkeiten und so weiter, dann würfel ich gegen die 15 bzw. gegen die 16. Dann kann ich die abgeleiteten Werte errechnen. Das ist also Kraft plus 20. Dementsprechend ist das also hier 25. Dann als nächstes Mut plus 8 ist 8 plus 5 ist 13. Das ist mein Hoffnungswert. Die kann ich übrigens auch direkt hier einmal reinpacken. Und zwar soll ich ja hier einmal eingeben meine derzeitige Ausdauer und meine derzeitige Hoffnung. Und die ist ja jetzt im Moment 25 bzw. 13. Oder als letztes noch Verstand plus 12 habe ich also 16 als Paradewert. Dann übertrage ich jetzt alle Fertigkeiten, die hier unten stehen, einfach in meinen Bogen. Das heißt, ich sehe hier rot hinterlegt Athletik und Ermutigen. Das heißt, bei den Sachen, da bin ich besonders gut drin. Da kann ich also bevorzugt werfen. Das mache ich als erstes. Und dann übertrage ich jetzt also 1 bei Athletik, 1 bei Beeindrucken, 1 bei Handwerk, 2 bei Jagen, 1 bei Musizieren und Wahrnehmung bleibt auf 0. Dann kann ich bei Auftreten 2 Punkte verteilen. 2 auf Ermutigen, was schon ganz gut ist, weil ich habe hier 2 zusätzliche Würfel neben dem 12-seitigen Würfel und ich kann das Ganze mit Vorteil werfen, habe also die 2 davon, wenn ich da mal irgendwann wen ermutigen möchte. Heilen ist auf 0, Kriegskunst ist auf 2, Reisen ist auf 1 und Verständnis ist auf 2. Und hier kann ich auf Erkunden 1, Heimlichkeit 0, Rätseln 0, Überreden sogar 3, da bin ich richtig gut drin, Untersuchen und Wissen jeweils einen Punkt verteilen. Gehen wir jetzt auf die Seite 33, finden wir dann die übrigen Dinge, die wir übertragen wollen. Ich fahre hier mal wieder ein bisschen runter, dass ihr das besser sehen könnt. Hier haben wir also die Kampffähigkeiten, Bögen oder Schwerter auf 2 und eine Kampffähigkeit meiner Wahl nach 1. Ich nehme jetzt hier also Schwerter auf 2 und Bögen auf 1. Einfach damit ich im Fernkampf was machen kann, aber auch mit dem Schwert ganz gut bin. Und dann fehlt jetzt eigentlich nur noch mein Name. Und da nehmen wir jetzt mal Aegir. Und dann wird empfohlen, immer Sohn von zu schreiben. Also Sohn von und wir nehmen Aldes. Außerdem habe ich noch meine einzigartigen Merkmale. Hier steht, 2 kann ich mir aussuchen von diesen, die hier stehen. Eifrig, groß, großzügig, kühn, stolz, stur und wild. Ich finde groß und kühn gar nicht so schlecht, also kann ich dementsprechend bei meinen einzigartigen Merkmalen hier groß und kühn schreiben. Und dann noch meine Sprachen, die sind allerdings auf dem Bogen, zumindest auf dem vorausfüllbaren, auf der Seite 1 gar nicht drin. Deswegen schreibe ich sie einfach bei den einzigartigen Merkmalen mal hier in dieses freie Feld mit rein. Die Sprache, die alle Bardinger sprechen, ist Talisch. Wir können allerdings auch davon ausgehen, dass es so etwas wie eine Gemeinsprache gibt. Und damit sind wir mit unserem Helden zu großen Teilen schon fertig. Ihr seht, so kompliziert ist das gar nicht. Womit machen wir jetzt eigentlich weiter? Wir gucken also nochmal auf die Seite 28. Hier unten steht also, kulturelle Gabe ist notiert. Da haben wir ja eingetragen, standhaft. Dann haben wir die Attribute festgelegt. Wir haben Kraft, Mut und Verstand ausgerechnet, also den SG. Wir haben die abgeleiteten Werte ausgerechnet, Ausdauer, Hoffnung und Parade. Wir haben die Werte und Fertigkeiten und Kampffähigkeiten übertragen, diese ganzen Punkte hier.
Und wir können dann jetzt dementsprechend weitermachen mit dem einzigartigen Merkmal. Haben wir ausgewählt, steht jetzt hier, groß und kühn, sowie die Sprache. Name und Alter fehlt jetzt noch. Jetzt haben wir Namen, Alter haben wir noch nicht. Ich mache ihn jetzt einfach mal 25. Und dann verrät uns das Buch jetzt hier, es geht weiter auf Seite 44. Und da müssen wir jetzt also auswählen die Berufung, bisherige Erfahrungspunkte verteilen, eine Startausrüstung verteilen und dann noch Werte für Tapferkeit und Weisheit, naja, eintragen und jeweils was auswählen. Schauen wir also erstmal auf Seite 44. Auf der Seite 44 finde ich gleich den Befehlshaber gut und trage dementsprechend ihn hier bei Berufung ein. Und schau da mal, was ich noch dazu bekomme. Auch hier stand ja was von bevorzugte Fertigkeiten. Wähle zwei Fertigkeiten aus, ermutigen, Kriegskunst oder Überreden aus und markiere sie als bevorzugt. Ich finde, ermutigen hat er ja schon, dementsprechend braucht er das ja nicht nochmal. Also gehe ich einmal auf die Kriegskunst und ich gehe auf Überreden. Und das ist schon mega, weil ich jetzt hier mit Vorteil werfe und schon drei Würfel zur Verfügung habe zusätzlich. Dann steht hier ja zusätzliche einzigartiges Merkmal Führung. Und hier dann einfach mit dazu kopieren, in der Hoffnung, dass das noch gut zu lesen ist. Ja, das geht klar. Und dann haben wir einen Schattenpfad, Versuchung der Macht. Das kann ich also auch kopieren, das trage ich mir hier bei Schattenpfad ein und habe das eigentlich auch schon alles geschafft. Die heldenhafte Kultur hatte ich hier oben noch gar nicht hingeschrieben. Badinger, das ist jetzt auch voll. Den Gönner, wie gesagt, den legen wir erst mit unserer Gruppe zusammen fest. Dementsprechend lasse ich das erstmal noch offen. Und Schätze haben wir noch keine gefunden, weil wir noch gar nicht auf Abenteuern waren. Also kann da noch nichts stehen. Makel haben wir auch noch nicht erhalten, weil wir noch keine Probleme mit dem Schatten hatten. Dementsprechend bleibt auch das an dieser Stelle erstmal offen. Abenteuerpunkte, Fertigkeitspunkte und einen Gemeinschaftswert können wir auch noch nicht eintragen, weil das ja erst mit der fertigen Begründung dieser Gemeinschaft mit allen Spielern zusammen gemacht wird, um die Charaktere abzuschließen. Also haben wir auch das alles schon geschafft. Wir müssen bei den Zuständen hier noch nichts einschreiben, weil wir ganz schlichtweg noch nichts haben. Also fehlen uns jetzt noch Tapferkeit. Da wissen wir schon, ein Wert von 1 wird eingetragen. Weisheit wird auch ein Wert von 1 eingetragen. Und jetzt müssen wir uns noch Belohnung und Vorteile aussuchen. Kriegswerkzeug, Ausrüstung und Reiseausstattung. Deswegen gucken wir jetzt mal auf der Seite 50 weiter. Und hier steht dann zum Beispiel, wir sind ja wohlhabend als Badinger, dürfen uns also drei nützliche Gegenstände aussuchen. Und die müssen wir dann jeweils mit einem dieser verschiedenen Fertigkeitswerte kombinieren. Und wir haben auch die Möglichkeit, als Wohlhabender ein Pferd zu haben. Also haben wir einmal den Ferdinand. Und der hat hier eine Vitalität von 2 stehen. Das tragen wir direkt dahinter mal ein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man so ein Pferd zwingend schon vorher haben kann, aber zumindest könnte ich mir vorstellen, dass der Spielleiter das erlaubt. Zumindest wenn ich so ein toller Feldherr bin, wie ich mir das gerade so vorstelle. Aber da kommen ja noch ein paar nützliche Gegenstände dazu. Die drei Gegenstände, für die ich mich also entschieden habe, ist einmal ein aufgerolltes Seil mit Athletik, wenn ich klettern möchte, teure Kleidung, wenn ich jemanden beeindrucken möchte und krafteinflößender Trank, um jemanden zu ermutigen. Da ich ja Ferdinand immer bei mir habe, habe ich gedacht, ich kann ein bisschen mehr Ausrüstung mit mir rumschleppen und das durchaus begründen, wenn ich doch so ein toller Feldherr bin. Also habe ich mich dementsprechend entschieden, einmal, dass ich ein Langschwert habe. Das macht einen Schaden von 5 und je nachdem, ob ich das einhändig oder zweihändig benutze, 16 oder 18 Verletzungen. Belastungswert von 3 und ich kann ein oder zwei nicht kämpfen. Außerdem einen Langbogen, der hat einen Schaden von 4, eine Verletzung von 16, eine Belastung von 4 und ist für den Fernkampf geeignet. Außerdem ein Kettenhemd, das 3W Schutz bietet und Belastung von 9. Ein Helm, der 1W Schutz zusätzlich bietet und eine Belastung von 4 ausspricht, sowie ein Schild mit einer Parade von plus 2 und eine Belastung von 4. Insgesamt ist das ziemlich viel Zeug, wenn ich das jetzt so ausrechne. Hier hätte ich also 4, 8, 17, 21, 24 und schaue ich jetzt einmal hier rüber, dann hätte ich ja eine Belastung von 24. Aber wie gesagt, ich habe Ferdinand. Und Ferdinand kann ganz viel von dem Zeug von mir tragen. Üblicherweise werde ich also aller Wahrscheinlichkeit nach das Kettenhemd anhaben, 9. Und noch mein Schwert mit mir führen, eine Belastung von 3. Kann also hier eintragen, eine Belastung von 12. Heißt aber, die anderen Sachen habe ich jetzt auch nicht dauerhaft angelegt, wenn ich unterwegs angegriffen werden sollte. Der Rest ist also bei Ferdi. Und versprochen kompliziert ist das Ganze überhaupt nicht. Auf der Seite 47 werden einmal die verschiedenen Waffen und Ausrüstungen erklärt, die Regeln dazu. Und auf der Folgeseite ist schon einfach alles drauf. Da sind zwei Tabellen, einmal für die Waffen und einmal für die Ausrüstungsgegenstände, aus denen ihr einfach auswählt, übertragt und dann habt ihr da schon alles stehen.
Und was man damit so macht, das habe ich ja in anderen Videos schon erklärt. Ja, und was fehlt uns jetzt eigentlich noch? Naja, wir haben ja eine Belohnung und einen Vorteil, die wir am Anfang bekommen. Und diese Sachen finden wir auf der Seite 51. Ich kann mir jetzt also aus der Anfangsbelohnungsliste die Sachen, was das genau ist, findet ihr auf Seite 79. Und aus der Anfangsvorteilliste auf 80, naja, einfach das aussuchen, was mir am besten gefällt. Und dann nehme ich jetzt zwei Dinge, um da was eingetragen zu haben. Und ich habe mich jetzt einfach mal entschieden, die durchbohrende Waffe zu nehmen, mit der ich mehr Verletzungen verursache und können. Damit darf ich mir also nochmal zwei Fertigkeiten aussuchen, die ich auch als bevorzugt markieren möchte. Und dann nämlich einmal Wahrnehmung, damit ich hier auf jeden Fall noch ein bisschen mehr reißen kann, weil im Moment habe ich ja noch gar keine Punkte hier drauf. Und vielleicht noch Wissen, weil es eigentlich nie schaden kann, wenn man ein bisschen clever in Dingen ist. Aber da fehlt doch noch was, oder? Ganz genau, die bisherige Erfahrung. Eigentlich würde der Schritt kommen, nachdem ich mich hier oben für die Berufung entschieden habe. Ich finde ihn aber an der Stelle irgendwie wirkungsvoller, weil jetzt ist mein Charakter fertig. Jetzt habe ich eine Idee davon, wie er aussehen soll. Und jetzt möchte ich möglicherweise noch ein bisschen hier mit diesen 10 Punkten herumhantieren. Wir haben jetzt also die Möglichkeit, entweder Kampffähigkeiten in irgendeiner Form zu erheben oder einfach nur Fertigkeiten hier zu erheben. Ich finde eigentlich Bögen und Schwerter, das ist schon gar nicht so schlecht. Vielleicht lasse ich das da einfach mal. Aber was ich ganz gut fände, wäre eigentlich, wenn meine Wahrnehmung noch ein bisschen besser wäre. Und damit ich hier mindestens einen Punkt habe, setze ich das mal auf 1 und habe damit einen von 10 Punkten verbraucht. Aber jetzt werfe ich nicht mehr nur mit den Heldenwürfeln, das ist schon einiges wert. Außerdem möchte ich das Überreden noch ein bisschen perfektionieren. Von 3 auf 4, also heben, gebe dafür 5 Punkte aus und habe jetzt 6 Punkte verbraucht. 4 bleiben mir also noch. Naja, vielleicht sollte ich noch 2 Punkte ausgeben, um Wahrnehmung noch ein bisschen mehr zu können. 2 bleiben mir noch. Naja, und dann machen wir Nägel mit Köpfen, setzen Wissen noch um 1 hoch, verbrauchen unsere letzten 2 Punkte, um etwas von 1 auf 2 zu heben. Und jetzt ist unser Charakter fertig. Jetzt würde es also in die Phase gehen, in der wir uns mit den anderen Charakteren zusammentun, herausarbeiten, wen wir eigentlich als Gönner haben, was so unsere Ziele sind und so weiter. Und dann können wir los ins Abenteuer ziehen. Gar nicht so kompliziert, oder?